Guten Morgen. Moin. Noch eine Stunde Fahrt. Sind wir da in Nürnberg. Excited. Bist schon halb gemacht. Richtig. Bist buzzing? Absolutely buzzing, mate. Wird geil, richtig geil. Junge, alles hier im Super dabei, ne? Aber Rucksack, alles. Die ganze Decke hier oben gestreut. Das wird nice, Junge. Ja, knapp noch eine halbe Stunde, dann sind wir in Nürnberg. Ja, jetzt kommt noch ein bisschen die Aufregung, ehrlich zu sein. Ja, wir haben beide Bock, wir sind beide heiß. Müssen wir gleich erstmal schon das ganze Gelärsch davor rödeln. Das wird nochmal ein Akt, weil ja, wir haben echt nicht wenig dabei, der Zug ist voll. Ja, müssen wir gucken, wie das wird, ne? Schau dich mal die Verrückten an. Moin, na? Alles klar? Nein. Ich film gleich ein bisschen, ja? Ja, klar. Gerne. Schau dich mal die Verrückten an. Ja, ihr seid bestimmt gut angekommen, ne? Ja, war ein bisschen heikel alles, ne? Ja. Im Gepäck, im Zug. Die Leute haben uns angeguckt, als wären wir irgendwie auf einer Mission. Sind wir eigentlich auch. Aber ja. Ja, cool, ey. Haut alles rein und dann? Geht die Party ab. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns auf dem Kanal namens Angelfrager. Wir haben vor circa 2 Jahren mit Marc Dörner ein Kanalcoaching gewonnen und das war natürlich ein riesen Fanboy-Moment, weil wir haben vor 4 Jahren das erste Mal Marc Dörner am Capzilla-Stand getroffen, haben dann ein Interview geführt, die kleinen Kiddies da am Stand und ja, da haben wir das Kanalcoaching gewonnen, war natürlich ein mega Ereignis für uns und wir konnten es durch die Corona-Pandemie die ganze Zeit nicht wahrnehmen. Dann konnte der eine nicht, dann konnte der andere wieder nicht. Und jetzt nach endlich 2 Jahren sind wir dann tatsächlich angereist, sind mit der Bahn rübergefahren, haben uns auch sehr unbeliebt gemacht bei den ein oder anderen Fahrgästen, weil wir mit dem ganzen Zeug, was wir hatten, das auch noch vielleicht ein bisschen nach Fisch gestunken hat, in der Bahn da rumgerödelt sind. Und ja, auf jeden Fall haben wir es dann am Ende geschafft, in Nürnberg anzukommen. Da hat uns dann der Marc auch abgeholt mit seinem Bus und dann sind wir auch direkt an den Kanal gefahren. Voll. Let's go. Ja, dann sind wir am Kanal angekommen, am Marc seinem Wohnzimmer sozusagen, oder was früher Marc sein Wohnzimmer war. Es war ein mega cooler Moment, weil man halt ja, den Kanal in Nürnberg vom Marc aus den ganzen Videos eben kennt. Früher Stahl und Beton. Ja, man hat den Kanal schon oft gesehen, auch bei anderen Leuten in Videos. Und es war dann einfach richtig cool, da erstmal selber zu stehen und das alles auf sich wirken zu lassen. Und dann haben wir aber gleich angefangen, keine Zeit verloren, die Routen fertig gemacht und das hat ein bisschen länger gedauert,
als erwartet. Der Frederik und ich sind beide keine Kanalangler, also Kanal ist ziemlich Neuland für uns. Und ja, und dann haben wir da gesessen und alles fertig gemacht, die Routen erstmal dicken Leader drauf gepackt, dicke Mono-Vorfächer gebunden, klobige D-Rigs, was eigentlich ja sonst gar nicht so unser Style ist, aber es war mega interessant und cool, mal so ein bisschen ja, diesen Einblick zu bekommen ins Kanalangeln und sich da mal so ein bisschen ranzutasten. Und ja, mit dem Marc an der Seite war das natürlich auch ja, der perfekte Coach sozusagen. Also der hat uns echt einige gute Tipps gegeben, der Flo auch. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Es war echt richtig cool, wir haben dann unsere Routen fertig gemacht. Das hat dann, ja, wie gesagt, länger als erwartet gedauert, weil wir uns erstmal ja, daran tasten mussten, uns erstmal ein bisschen zurechtfinden mussten. Wir hatten dann aber irgendwann alle vier Routen liegen und haben uns dann gefragt, ja, wie lange wird es dauern, bis der erste rausläuft. Man hat nichts gesehen, also jetzt keine rollenden Fische oder so. Man hat halt einfach nur diese Betongrinne vor einem. Und ja, es war irgendwie so ein bisschen so ein komisches Feeling, weil man sieht irgendwie ein paar Meter Wasser. Mehr konnte man gar nicht sehen aus dieser Schneise da raus. An der Stelle, wo wir gefischt haben, und auf der anderen Seite kommt dann halt wieder ja, eine Spundwand, eine Betonwand und ab und zu mal so ein riesiges Schiff vorbei, diese Flusskreuzfahrtschiffe und irgendwelche Tanker da. Also es war schon echt ein cooles Flair und wir haben irgendwie, also zumindest ich, kann nur für mich sprechen, ich habe irgendwie nicht so damit gerechnet, so jetzt läuft hier einfach ein Karpfen raus so an so einer Betongrinne. Aber ja, es hat dann ja gar nicht so lange gedauert, bis der Frederik seinen ersten Biss hatte. Was da in der magischen Box drin, Marc? Beste Essen der Welt. Also nicht das gesündeste, aber das leckerste. Pizza. Yes, geil. Heiß und fettig. Heiß und fettig. Glaubst du oder was? Danke schön. Noch die Pizza im Mund. Läuft. Erster Kanal. So muss es sein. Siehst du? Eben noch gerade geredet. Stehen voll drauf auf dem Futter, die Kollegen, ja? Er steht auch auf dem Futter. Wieder euer Ding, Ding. Solange ich Nahrung habe, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und wie fühlt er sich an, der erste Nürnberger? Hat Power auf jeden Fall. Schöner! Schöner! Ah, in geil! Net. Glückwunsch! Danke! Da ist er! Nice, Junge! Lass ihn, Mann! Sehr nice. Geil! Da ist der erste. Beim Essen. Wir haben eben noch drüber geredet, ne? Wir haben noch drüber geredet wegen Futter, ne? Ja, wir haben eben noch geredet, wie wir es machen mit Futter und wie es jetzt ausschaut mit Beißzeit, dies, das und dass es eigentlich mal einer gehen könnte. Wir haben sogar am Anfang vom Essen, ja, jetzt könnte eigentlich einer laufen. Genau. Das passiert dann meistens beim Essen. Dann zack. Geil, Alter. Sicher rausgelaufen beim Essen. Richtig geil, Junge. Sehr wild. So, gerade beim Essen haben wir gerade noch drüber geredet, wie wir es jetzt mit dem Futter machen und generell über die Beißzeiten. Ja, und dann wie gesagt, beim Essen ist er rausgelaufen. Mein erster Kanalfisch, richtig nice, der erste von der Session. Ja, hoffentlich folgen dann noch ein paar, ne? Ja, dann am Abend, als wir irgendwann alle unsere Routen gelegt hatten, hat Marc eine Pizza ausgegeben. Und dann haben wir natürlich ein bisschen rumgespäßelt und haben gesagt, ja, stellt mal vor, jetzt läuft einer raus. Und tatsächlich ist dann auch einer rausgelaufen beim Essen. Der Flo war auch noch dabei, haben ein bisschen gesocialized und dann ist einer rausgelaufen. Der ist dann auf mein Konto gegangen. Ja, war ein mega kampfstarker Fisch, war mein erster Kanalfisch. War richtig, richtig cool. Genau, als er gelandet war, haben wir dann aber auch gesagt, dass wir Run-by-Run fischen, dass jeder so die gleiche Chance hat. Und der nächste wäre dann für Martin gewesen. Nach dem Fisch ist vor dem Schiff. Kreuzfahrtschiffen.
das kein Zeichen ist, guck mal, wo die enden, die Regenbogen. Hm? Genau auf dem Platz. Und wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Es wird eine schlaflose Nacht. Hoffentlich. Ja, nach Frederiksen Fisch wurde es dann auch schon ziemlich schnell Abend. Es war das ganze Wochenende eigentlich durchgehend Regen angekündigt, aber wir hatten ja zum Glück einige Regenpausen. Ohne wäre es auch, glaube ich, kaum gegangen, also die ganze Zeit Dauerregen. Das wäre auf jeden Fall nicht so cool gewesen, deswegen kamen uns die Regenpausen echt zugute. Und es war dann ein richtig schöner Abend, richtig schöner Sonnenuntergang mit den Wolken. Dann kam noch ein richtig geiler Regenbogen, der natürlich genau über unserem Platz geendet hat. Und ja, das konnte natürlich nur Glück bringen für die Nacht. Und wir sind mit hohen Erwartungen in die Nacht gegangen. Der nächste Fisch, da war ja dann meiner. Wir haben Run by Run gefischt, wie der Frederik schon erwähnt hat. Und dann haben wir uns abgelegt. Und irgendwann, ich glaube um 3 Uhr nachts war es, hat doch ziemlich lange gedauert. Der Marc hat gemeint, so ja, gegen 12, 1 könnte der erste Biss kommen. Aber es hat ein bisschen länger gedauert. Bis 3 Uhr und dann um 3 Uhr ist das Teil rausgefahren und ich war in der Reihe. Kommt der Regen oder was? Ja, 20 Uhr ist angesetzt. Kommt fetter Regen? Genau, jetzt. Ja, also 20 Uhr fetter Regen. Viel? Ja, mäßig bis starker. Aber legen wir uns schön schlafen. Sieht aber nicht so aus. Nee. In der App steht 20 Uhr. Vielleicht kommt Fischregen. Fischregen, den würde ich eher nehmen. Auf jeden Fall erstmal Boilie. Erstmal kommt Boilie Regen. Wir haben gerade zusammengesessen, haben nochmal ein Stündchen geredet und haben jetzt nochmal die Routen fertig gemacht für die Nacht. Dann nochmal neu beködert, gecheckt, ob die Haken noch scharf sind. Ja, nochmal neu gelegt. Genau, jetzt gehen wir auch gleich pennen. Wir haben Vollmond aktuell. Es soll heute Nacht noch anfangen zu regnen. Wir haben 1017 Hektopascal. Also keine schlechten Bedingungen. Ja, hoffen wir, dass heute Nacht noch einer geht, ne? Safe. Safe. Bist du confident für die Nacht, Marc? Bitte? Bist du confident für die Nacht? Immer, ich bin immer confident. Man sieht dich nicht. Der Jesus im weißen Licht. Echt Angst mit drei Lippenblüte, ne? Ja, was? Hä? Ja, was? Oh oh. Eine Rock weniger im Rennen. Guck mal, wie einfach die gebrochen ist. Ich hab's auf Video. Alter. Ach, 17,4. 17,4. 17,4? Ja. So, wir haben jetzt 3 Uhr nachts. Also. Der Regen hat vor, weiß ich nicht, ich glaube so 2 Stunden aufgehört, es hat so anderthalb, 2 vielleicht ein bisschen stärker geregnet. Und ja, gerade ist nochmal wieder schöner Kanalspiel gleich hier abgelaufen. Richtig cool. Nächste gehört wieder dem Frederik. Ja, mega cool, dass sie jetzt aufgeklappt hat bei mir. Und ich bin mir sicher, da kommt noch was. Ist noch nicht vorbei die Nacht. Guten Morgen. Geiler Fisch. Jo Männer, hat geklappt. Nächster Fisch, mitten in der Nacht, hat ein Weilchen gedauert, aber hat auch viel geregnet, aber hat auch viel geregnet, ne? Ja. Und, na geht nicht, richtig fetter Fisch. Guter Fisch. Und ich habe mich natürlich mega gefreut. Ich dachte erst so ein bisschen, okay, vielleicht ist es so dieselbe Größenordnung wie beim Frederik, aber was natürlich ganz egal war, ich meine, wir haben uns über jeden Fisch da todes gefreut. Einfach irgendwas zu fangen aus dem Kanal und das war dann aber tatsächlich auch noch ein größerer Fisch, also 15 plus Spiegler aus dem Kanal, der hat dann am Ende nochmal richtig Dampf gemacht im Drill, das war eine richtig coole Atmosphäre und ich habe mich natürlich mega gefreut über diesen schönen breiten Kanalspiegler.
Guten Morgen. Moin. Ich habe gerade mit mir gekämpft, weil ich wollte euch rausquälen, um Routen zu checken. Wegen Schleusen und Schiff. Genau in dem Moment läuft die Route ab. Schöner Wecker. Besser, ne? So muss man geweckt werden. Boah, ich muss glaube ich rauskommen. Die Action geht schon weiter. Keine Zeit zum Schlafen. Zumindest nicht zum Ausschlafen. Hat der Power, sagst du? Hat Power gerade hier direkt vom Ufer, ne? Nice! Nummer 3. Richtig geil. Nachdem heute Nacht gar nichts mehr mit Martin ging, wurden wir jetzt um 7 Uhr von dem Kameraden hier geweckt. Richtig nice. Ich glaube, Marc hat sogar den Lauf drauf. Richtig, richtig nice. Fisch Nummer 3. Danach Martin seinem Fisch ging leider nichts mehr. Wir haben uns bei dem Regen alle wieder verkrochen in unsere Zelte und nochmal ein bisschen weiter geschlafen. Morgens bin ich dann aufgewacht und habe gesehen, wie Marc dann die Routen abgefilmt hat. Und genau in der Sekunde, wo Marc auf meine Routen geschwenkt hat, ist dann auch noch der dritte im Bunde rausgelaufen. Der zweite für mich war wirklich auch wieder ein geiler Fisch, auch wieder sehr kampfstark im Verhältnis zum Körper. Und ja, es sind halt einfach die Kanalfische. Es ist krass, wie kampfstark die sind. So, wir haben noch so eine gute halbe Stunde circa. Es neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Und ja, ich könnte auf jeden Fall noch länger da bleiben. Es war richtig, richtig cool. Wir hatten eine coole Nacht, ein paar schöne Fische gefangen, eine Menge Spaß. Und ja, sind auf jeden Fall jetzt beide ein bisschen angefixt vom Kanalangeln, oder Frederik? Safe, war richtig nice. Ja, wie schon gesagt, neues Gewässer auf der Bucketlist abgehakt. Ja. Eine richtig nice Angelei hier. Ist geil, gefällt mir. Auf jeden Fall, und die Routen sind noch draußen. Da unten, vielleicht kommt doch noch ein Pack Fisch. Marc, sind wir jetzt Kanalratten? Haben wir es geschafft? Total. Ist doch klar. Bei den Fisch gefangen. Schöne Fische, gute Fische dabei. Guten Schnitt. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis und hoffe, ihr seid es auch. Auf jeden Fall, mehr als das. Hat sich die Vorarbeit auf jeden Fall gelohnt. Ja, danke nochmal. Gerne, sehr gerne. Dankeschön nochmal für die ganze Vorbereitung, für die Planung und dass es überhaupt möglich gemacht wurde. Danke an Flo Karpleifer und an Marc Dönner natürlich auch. Es war eine sehr, sehr geile Zeit. Ja, der Einpackfisch, der ist dann leider ausgeblieben, aber ganz egal. Wir hatten eine mega schöne Zeit, eine mega schöne Nacht am Kanal. Danke nochmal an den Marc und den Flo auch von mir für die ganze Organisation, für alles drumherum. Es war echt mega. Wir haben dann ja noch zusammengesessen, leckeres Frühstück gehabt, einige Stunden noch geredet und dann irgendwann hieß es alles zusammenpacken. Der Marc hat uns wieder abgesetzt am Bahnhof und ja, somit war der Kanal-Overnighter in Nürnberg vorbei. Uns hat es mega viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, wie gesagt, nochmal. Und ja, dann ging es wieder in den ICE mit dem ganzen Tackle und ab zurück nach Frankfurt. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst uns auch gerne mal eine Bewertung in den Kommentaren da. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao.